habe endlich eine Parfümmarke entdeckt, die komplett meine Wünsche erfüllt. Ich bin vegan geworden und die alten Marken, die ich damals benutzt habe, konnte ich plötzlich nicht mehr nutzen, weil sie halt nicht mehr mit meinen Idealen übereingestanden sind. Düfte habe ich aber trotzdem immer noch geliebt. Was das für eine Marke ist, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich beschäftige mich hier auch so ein bisschen mit Düften inzwischen. Ich habe zwei vorgestellt, die werdet ihr jetzt gleich auch wieder sehen. Und während ich die Reviews gemacht habe, hat eine liebe Abonnentin von mir mir die Marke Larisse in die Kommentare geschrieben. Eure Kommentare sind Gold wert. In dem Fall bin ich so hyped. Ich kannte die Marke ja nicht und durch das pure Googlen nach veganen Parfüms hast du das halt einfach nicht gefunden. Ich bin jetzt hergegangen und habe mir von Larisse, weil du kannst dir kein Parfüm kaufen, ohne es zu kennen im Internet. Na, das funktioniert ja nicht. Ich habe mir von Larisse ein Probenset bestellt. Das Probenset beinhaltet 20 Düfte. Das sind die Düfte. Und bei Parfüms ist es immer wichtig, dass du die Düfte auch ausprobierst. Nicht so im ersten Moment nur riechen, sondern eben auch den Duft sich entwickeln lassen. Und das ist eine Sache, die mir bis jetzt immer gefehlt hat. Ich habe euch Beispiele, diese Parfüms habe ich auch vorgestellt, verlinke ich euch auch nochmal unter dem i. Larisse war für mich immer eine sehr, sehr schwierige Marke. Warum? Ich bin in den Laden gegangen, habe den Tester in die Hand genommen und habe das Parfüm ausgetestet. Und was ich gerochen habe, war immer katastrophal. Immer. Das riecht einfach sowas von alkoholisch und beißend. Und das haben alle Larisse Düfte. Das ist diese erste, diese wichtige Kopfnote. Ja, das riecht man einfach. Ne? Also das riecht sowas von beißend. Und ich bin die ersten Male an diesem Larisse Düften, die bekannt sind, dass sie eben vegan sind, immer vorbeigelaufen, weil ich mir gedacht habe, warum ist da so ein Hype dahinter? Die riechen doch nicht gut. Und zu Hause habe ich dann immer so festgestellt, riecht ja doch gut. Also man riecht im Endeffekt nur die Herznote, also die nach der Kopfnote direkt kommt. Die Kopfnote kannst du vergessen bei den Larisse Düften. Und die Herznote ist halt nicht wirklich intensiv. Also gerade wenn ich das, den Duft hier auftrage, den riecht man bei mir nicht sehr lange. Der geht echt unwahrscheinlich schnell unter. Zusätzlich gut kostet so ein Duft von Larisse um die 6 bis 7 Euro. Und daran merkt man auch schon, es wird ein bisschen Werbung ausgegeben, damit man halt eben so ein bisschen heraussticht, also dass die Flasche einigermaßen schön ist. Und auch das hier sind natürlich Duftzwillinge, das wusste ich lange nicht. Ich habe die Parfums immer als alleinstehend da gesehen. Ne? Also sie sind in Ordnung, wenn man halt keine großen Erwartungen hat, wenn man sich morgens kurz mal eindieseln möchte und nicht unwahrscheinlich stark riechen möchte, dann sind die okay. Aber mir persönlich hat eben die Kopf, die Herznote hat man ja, und die Basisnote, also das, was beim Parfum übrig bleibt, hat mir komplett gefehlt. Und jetzt kommen wir lieber wieder zu Larisse. Ich habe noch nie so eine gute Qualität von Duftzwillingen erlebt. Habe ich noch nie. Also, ist mir noch nie untergekommen. Wenn man auf die Seite geht, sieht man auch sehr schnell, die Flakons sehen alle gleich aus.
Die Düfte haben alle Nummern. Ich verlinke euch jetzt mal unten in der Infobox, da guckst du rein. Wenn du Interesse an Laris hast, dann gehst du auf den Link, meldest dich an. Und wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich selbst bin nicht über so einen Link gegangen, also mich hat keiner eingeladen, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommst du, wenn du dich über diesen Link anmeldest, einen 10 € Startgutschein. Also das ist nicht, weil ich jetzt ein YouTube-Video mache, da kann jeder darauf zugreifen. Also wenn du dich bei Laris anmeldest, musst du halt innerhalb von 30 Tagen so einen Duft gekauft haben beispielsweise. Ich verlinke dir auch gleichzeitig noch eine Liste von Duftzwillingen, also für welche Nummer die einzelnen Parfums stehen. Es stehen nicht alle drauf. Es gibt inzwischen, glaube ich, so drei neue, die stehen nicht auf der Liste drauf. Und da kann man aber auf den Duft bei Laris gehen und mal gucken, was so in den Kommentaren steht. Manchmal wird in den Kommentaren nämlich verraten, für welche große Duftnote sozusagen das Parfüm steht. Ich habe sogar eins gefunden in meiner kleinen Sammlung hier, was ich früher schon mal als Original hatte. Wie gesagt, ich habe früher Düfte geliebt. Ich habe auch dieses, wie sich ein Duft entwickelt, geliebt. Und das hatte ich halt einfach nicht mehr. Ne? Also das erste vegane Parfüm, was ich mir gekauft habe, war das von Wolkenseifen. Das war auch nicht irgendwie was, was sich gut entwickelt hat, sondern das war halt die Herznote, die man gerochen hat. Und das war's. Und das hat mich halt auch nicht unwahrscheinlich glücklich gemacht, weil ich eben das total interessant finde, was ein Parfüm macht und wie sich das entwickeln kann. Und in meiner kleinen Sammlung hier habe ich tatsächlich ein Parfüm drin, was ich damals als Original hatte. Und das ist von Dior Hypnotic Poison. War es, glaube ich. Hypnotic Poison? Boah, jetzt bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe hier von Laris eben noch so Duftstreifen bekommen. Und da konnte ich so ein bisschen rumprobieren, was mir gefällt. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass du eben so eine Probe hast. Du kannst erstmal gucken, so auf dem Streifen, wie gefällt dir der Duft? Dann kannst du gucken, wie dir der Duft gefällt auf deiner Haut. Also das ist nochmal so eine ganz andere Sache, weil die Basisnote von einem Parfüm immer individuell zu dir steht. Also das hat mit deiner Haut zu tun, das hat mit deinem Hormonhaushalt zu tun. Und ich habe mir zwei ausgesucht, die werde ich mir auf jeden Fall holen. Eins davon steht für das Coco Mademoiselle. Ich hätte nie gedacht, dass mir Coco Mademoiselle gefällt. Ich habe das hier. Einen kleinen Augenblick. Ich habe selbst ein Parfüm gefunden. Hypnotic Poison war es, genau. Ich habe selbst ein Parfüm gefunden von einem Kumpel von mir. Die Schwester hat das immer getragen. Und als ich das gerochen habe, ich war sofort wieder drin. Ich war sofort wieder in der Erinnerung drin. Weil dieser Duft steht für diese Schwester von ihm. Absolut. Das ist richtig krass. Also dieses Hypnotic Poison, muss ich ehrlich sein, da ist so eine Nuance drin, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber sonst ist alles komplett gleich. Komplett gleich. Diese Düfte sind nachhaltig, diese Düfte sind tierversuchsfrei und sie sind vegan. Das kann man eben bei diesen großen Marken nicht sagen, ne? Und das ist das Tolle an der Sache. Du hast halt keinen super schönen Flakon. Du hast halt eine Flasche, da steht eine Nummer drauf und das war's. Ich habe bis dato noch keine große Flasche von Laris, aber ich werde mir eine holen. Muss aber erstmal eins meiner Düfte wirklich leer machen, um mir mal wieder ein neues zu holen. Und die einzelnen Düfte werde ich hier selbstverständlich auch vorstellen, weil die sind einfach so unwahrscheinlich interessant. Ich bin dann hergegangen bei der Bestellung, habe dann mich als YouTuberin sozusagen geoutet und habe halt gefragt, ob ich statt zwei Duftproben noch ein paar mehr bekommen kann. Und prompt habe ich 1, 2, 3, 4, 6 Parfümproben bekommen. Das finde ich natürlich ein bisschen schade. Da sind zwei dabei, die eben in dem Duftset drin sind. Ich gebe ja nicht Geld aus,
um ein Duftset zu kaufen, damit ich bei den geschenkten Proben sozusagen zwei drin habe, die in dem Duftset drin sind. Das ist natürlich ein bisschen schade gewesen, aber der Rest sozusagen befindet sich nicht in dem Duftset. Bei jeder Bestellung kriegst du anscheinend zwei Duftproben wieder dazu, damit du eben wieder rumprobieren kannst. Und das ist halt einfach echt eine richtig tolle Sache. Und die Streifen sind halt auch, du kriegst die Streifen dazu. Und da kannst du halt, wie gesagt, erstmal gucken, so wie riecht das Parfum auf dem Streifen? Findest du das gut? Und die riechen tatsächlich einen Tag nach dem Duschen immer noch. Und ich wurde vor kurzem darauf angesprochen, ich habe mir nur einen Spritzer hier verteilt, zweimal am Puls und einmal so ein bisschen hier. Ne? Ich wurde darauf angesprochen, welchen tollen Duft ich trage. Die riecht man tatsächlich jetzt. Diese Larive Parfums, die riecht man an mir nicht. Das muss so ein bisschen auch an mir selber liegen, weil jeder hat ja auch einen individuellen Hormonspiegel, pH-Wert, die eigene Haut. Da spielt halt einfach so viel mit rein, wie lange eben ein Duft bei dir hält. Und die, bei mir halten die halt einfach nicht. Und es ist halt so ein typisches Beispiel dafür, warum ich mit Larive nie so richtig warm geworden bin, weil die halt am Anfang, sie haben keine Kopfnote. Das ist so schade, weil so ein Parfüm sollte im ersten Moment einfach so viel darbringen, was Larive halt einfach nicht kann. Ist ja auch logisch, wenn man sich jetzt die Preise anguckt, so ein Larive Parfüm kostet zwischen 5 bis 7 Euro. Und so ein Larive Parfum kostet jetzt tatsächlich 20 Euro. Man hat 50 Milliliter, aber die Qualität ist ganz eine andere. Es wird auf das Äußere wird nicht so viel Wert gelegt. Man hat halt sozusagen eine einheitliche Flasche und es wird halt auch nicht so viel Werbung betrieben. Klar, das macht jetzt Larive auch nicht. Larive bekommt man halt nur im Internet. Probiert mal den Link aus. Ich kann es euch nicht zu 100% versprechen, ob das irgendwie funktioniert. Ich habe das halt in dem Partnerprogramm von Larive gesehen, dass man das machen kann. Ich hatte die Möglichkeit, wie schon erwähnt, nicht. Ich habe dieses Duftset zum vollen Preis gekauft. Aber wenn du dir beispielsweise dieses Duftset als Startangebot für dich oder wenn du halt wirklich so jemand bist wie ich, der halt erstmal die Sachen riechen muss, dann ist das Duftset einfach eine tolle Sache, also so ein Starter-Kit sozusagen, weil bei jeder anderen Bestellung bekommst du halt dann zwei Düfte dazu. Und du guckst dir mal die Liste unten in der Infobox an, das ist ein Blog, der die sogenannten Duftzwillinge veröffentlicht hat. Vielleicht ist da ein Parfum von dir dabei, was du damals getragen hast und was du jetzt als Duftzwilling haben möchtest. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.